Es war sehr interessant, also da war ja noch alles neu und so. Ich habe immer nur mitgemacht. Seit ich noch Schülerin war und da ich jetzt schon 28 bin, könnt ihr euch vorstellen, dass das lange her ist. Seit ungefähr Dezember letzten Jahres. Ich glaube, das ist schon Jahre her. Ich würde mal sagen, so zwischen 3 bis 5 Jahren. Hab's damals durch ein paar Freunde in der Schule kennengelernt. Das war ein sehr positiver Eindruck. Da konnte ich so richtig locker lassen und mich wohlfühlen und ich selbst sein. Es war ganz interessant zu sehen, wie man halt mit unterschiedlichen Geschlechtern im unterschiedlichen Alter eigene Filme hergestellt hatte. Spannend. August 2014. Und sehr kreativ, habe ich mir gedacht. Und das passt eigentlich sehr gut, weil die auch ihr eigenes Ding machen. Und es war spaßig, es war kreativ, man hatte ziemlich viele Sachen auch aus dem Internet, sag ich mal, abgeschaut, nachgedreht, sein eigenes Ding so gesagt gemacht. Ja. Das ist echt zu lange her. Nein, die waren, glaube ich, ganz normal. Sehr gut. Das war ein sehr gutes. Also es war eigentlich total lustig. Und irgendwann war es dann aber so weit, dass ich gedacht habe, jetzt will ich auch mal ein bisschen mehr machen und jetzt möchte ich auch mal eintreten. Sag ich mal, so halt wie zu Hause. Gut, ja. Das ist eine sehr persönliche Frage, die ich jetzt nicht beantworten möchte. Also am Anfang war ich noch ein bisschen nervös halt, weil viele neue Leute, aber ich hatte ja Ronja. Oh yeah. Ich wurde sofort aufgenommen, ganz nett. Da habe ich eigentlich die Elva besucht, weil ich Kalle kannte. Es war spaßig, es war kreativ. Also mein erster Eindruck von Elf war, da war ich noch gar nicht selbst Mitglied, da war mein Bruder Mitglied. Und der hat ein Filmprojekt gemacht mit Elf. Und mein erster Eindruck war, oh cool, dass die sowas machen. Ich kann nicht mehr, tut mir leid. Das sind kreative Leute. Ich bin schon ziemlich lange bei Elf, circa um die 2 bis 3 Jahre. Bei Elf fühlte ich mich immer wohl. Hab's damals durch ein paar Freunde in der Schule kennengelernt. Unter dem Namen Video AG und so kam ich hier auch zu Elf. Und eine lustige Truppe. Scheiße. Ja, Karl. Ich bin schon länger mit Elf, sag ich mal, bekannt, aber ich bin eigentlich erst seit März 2015 Mitglied. Es war wie eine eigene Familie, könnte man fast sagen.